LKW-Fahrer sind dann auch richtig krass, dann hauen die auf die Hupe und kommen so rechts rüber und du denkst so, ah. Geht nicht, weil die auf der rechten Seite pennen, kümmerst du dich wieder darum, dass du links rüber kommst. Aber beobachte jetzt schon links, ganz in Ruhe. Also sieht ja ziemlich gut aus, oder? Versuch jetzt auf die nächsten Geschwindigkeitsschilder zu achten. Ja, soll ich wieder rechts kommen? Ich weiß es nicht. Was meinst du mit den LKWs da rechts? Kommt man an denen vorbei oder nicht? Ja. Dann bleib hier. Weil sonst musst du ja immer wieder 120, 80, 100 und dann bist du ja nur am Arbeiten. Check die Schilder, wie schnell. Und ganz locker bremst, nicht zu stark. Wenn du hier so stark bremst, guck mal, fällst du auch schnell unter die 100. Ja. Jetzt wieder ein bisschen ans Gas. Oh, sind die dreckig. Was, sieht immer viel zu eng aus, wenn man neben dem. Echt? Hat. Ja. Wenn du in deinen Außenspiegel guckst, hast du noch locker einen Meter hier und einen Meter da. Ja. Für einen selber ist das so ein bisschen, weil auch durch die Geschwindigkeit fühlt sich das ein bisschen enger an. Aber in Wirklichkeit, ich habe schon Motorradfahrer gesehen, die da durchgefahren sind. Also es ist noch Platz, wo man denkt, es ist gar kein Platz. Ja. Solange du absehen kannst, dass du gleich den nächsten überholst, ist das okay, dass du hier bleibst. Okay. Dieses Überholmanöver darf nur nicht 10 Minuten dauern. Dann fällst du in der Prüfung auch deswegen durch, weil du Rechtsfahrgebot gesagt hast. Ja, weil jetzt, wenn die alle hier noch einfehlen, dann... Ja, alles gut, wirken. Erstmal ganz in Ruhe. Wir wollen jetzt Richtung Oberhausen fahren, ja? Erstmal in Ruhe blinken und beobachten. Wenn du sagst, das ist cool, Seitenblick, dann gehst du rüber. Wir müssen jetzt hier aber noch eine Spur rüber. Du musst dich jetzt entscheiden, ob du vor ihn gehst oder hinter ihn. Gut, da musst du noch ein bisschen Gas geben. Weil du darfst jetzt erst einscheren, wenn du ihn von vorne im Spiegel hier siehst. Ein bisschen Gas geben noch. Ja. Und dann rüber. Weil manchmal hast du hier so Leute, die auf einmal Gas geben. Ja. Blinker wieder aus. Und das merkt man selber nicht. Und deswegen ist das mit diesem Spiegel so wichtig. Wenn du an ihn vorbeiziehst, beobachte immer erst, wenn du die von vorne im Spiegel siehst, dann kannst du sicher sein. So, Richtung Oberhausen. Dann kannst du jetzt schon meiner Meinung nach den Blinker anschmeißen. Dann weiß jeder, was du willst. Guck mal hier runter, kommt da ein Auto? Nee. Dann hast du schon mal frei. Ein bisschen runterbremsen. Nochmal beobachten. Seitenblick. Und wechsel erst in dem Moment, wo die Linie auch gestrichelt ist. Mhm. Wie schnell welcher Gang? Total. Ja, wie schnell? Ungefähr, genau. Cool. Kupplung lösen. Und das war's. Push jetzt nicht. Guck mal, die alle bremsen sich schon und drücken sich. Lass uns davon mal irgendwie ein paar Meter Abstand haben, weil das ist dann nervig, wenn du auch da so in der Schlange stehst. Und da du jetzt weißt, was der dritte Gang kann, brauchst du dir hier um gar keine Gedanken machen. Ja. Wenn du willst, gibst du Gas, wenn du willst, machst du langsam. Das kannst du alles jetzt mit dem dritten locker steuern. Du musst nicht schalten. Wir fahren immer noch Richtung Oberhausen. Check linker Außenspiegel. Blinker. Seitenblick. Bisschen in Ruhe rum. Fertig. Immer noch nicht schalten. Ich halte das auch übrigens nur zu, weil der Winkel hier kleiner ist. Ja. Man neigt dazu, da rein zu gucken, aber da ist viel, viel wichtiger. Jetzt bleibst du genau so, lässt den Blinker an, bleibst im dritten Gang, beobachtest da links. Siehst du den roten ja, ne? Ja. Jetzt passt du dich so ein bisschen schon an. Und nur ein bisschen, nicht zu sehr drücken. Und bevor du rüber gehst, noch einmal einen Seitenblick. Und dann gehst du rüber. Blinker aus. Und jetzt hast du alles geschafft. Jetzt kannst du erstmal mental Luft holen. Also wenn man so denkt, so, oh, sobald du hier bist, ist alles safe. Weil von hier aus kannst du jetzt erstmal auch, wenn du willst, in Ruhe in den fünften Gang schalten. Jetzt schon? Mach, hier ganz in Ruhe. Ja, machst du einfach Kupplung, rollen lassen ein bisschen und fünfter Gang. Cool. Locker lösen. Wenn du dann sagst, ja, ich wollte aber 120 fahren, dann kümmerst du dich darum, dass du gleich rollen kannst. Ich sehe, alles gut. Ja. Bleib, gib ruhig Gas. Du bist doch viel schneller als er. Mach mal. Blinker links. Jetzt machst du einen Seitenblick. Ja, dann gehst du langsam rüber. Und das ist halt das einzige richtig Schwere auf der Autobahn, zu erkennen, wie schnell sind die anderen. Nimm Gas weg, wenn der da reinzieht. Genau. Und dann gibst du wieder Gas. Und du hast den LKW ja jetzt gesehen hinter dir, der wollte eigentlich überholen, aber mit 2 km/h mehr. Das dauert dann 3 Tage. LKW vor dir den roten. Mhm. Entweder du bremst jetzt gleich auf 85 runter oder du kümmerst dich darum, was da links so los ist. Blinker ist super und jetzt beobachtest du. Genau. Einfach beobachten.
Der hinter dir ist auch gefährlich. Guck mal, was der jetzt machen wird. Fällt mega auf. Ja, aber wenn du Platz hast, machst du einen Seitenblink. Ja, dann gehst du raus. Gut. Blink aus. Genau. War gar nicht so schlecht, dass du das gemacht hast. Guck mal, jetzt überholen sich alle LKWs hier gegenseitig. Du hast jetzt hier deine Ruhe. Der hinter dir nicht mehr, guck mal. Auch cool. Ja, und nach dem letzten LKW, nach ihm? Wieder rechts rüber. Gehst in Ruhe wieder rechts rüber. Ja. Kannst jetzt schon mal den Innenspiegel so ein bisschen beobachten. Blinker. Seitenblink wieder auch dabei. Cool. Blinker aus. Hier ist jetzt auch gar kein Schild mehr gewesen, ne? Ja. Hier kannst du auch 130 Richtgeschwindigkeit fahren. Oder 140, 150 oder 80. Reifen sind bis 210 zugelassen. Aber so schnell brauchen wir nicht fahren. Normalerweise ist diese Lücke hier rechts sehr, sehr groß. Ja. Dass man sagen könnte, okay, wir fahren jetzt hier rechts rüber. Dadurch, dass wir jetzt aber 140 fahren und du den LKW da siehst, weißt du auch, ach nee, nicht darüber und dann wieder raus. Ja. Guck mal, was der vor dir gemacht hat. Genau. Und dann kannst du hier bleiben, dann ist das okay. Oh, Oberhausen und Düsseldorf, A2, siehst du, ist dreispurig, geht geradeaus. Beobachte die rechts so ein bisschen, weil man, also du musst auf dich aufpassen, super, ja. Aber du musst gleichzeitig auch in der Lage sein zu gucken, was für eine Knalltüte hier rechts fährt, weil du siehst schon manchmal an der Art und Weise, wie die Auto fahren, dass der jetzt nochmal hier rüberzieht. Zum Beispiel der LKW da vorne, kann sein, dass der jetzt gleich 2 km/h schneller ist als der da vorne, dann zieht der einfach hier raus, damit musst du rechnen. Also so aufmerksam musst du sein. Du kannst nicht sagen, ja, ich fahre jetzt hier, der sieht mich ja gut. Das ist schön. Der scheißt dann drauf, der fährt einfach raus. Mir ist das zum Beispiel mal ganz lieb, wenn ich weiß, ich fahre schneller. Ja. Da habe ich schon von Weitem immer sehr, sehr gut, was machen die da rechts und wie viel Platz habe ich links. Ja. Und wenn du jetzt siehst, bei dir links ist gar nichts los. Ja, das ist voll. Das weißt du jetzt. Ja. Wenn du merkst, der zieht raus, hast du ja links die Option. Links. Und du musst dir das beides offen halten. Ja. Wenn du davon nichts weißt, dann brauchst du da gar nicht erstmal gucken. Dann kriegst du richtig Probleme. Genau, jetzt bleibst du ein bisschen an, weil geht ja nicht. Checkst du irgendwo die Spiegel, Seitenblick und locker vorbei. Merkst du, je höher deine Geschwindigkeit wird, je weniger musst du nur noch lenken. Das sind ja nur noch Millimeter, die du jetzt so machst. Ja, das ist krass. Das habe ich gerade schon bei dem ersten, so bei den ersten paar Spurenwechsel gemerkt. Da dachte ich mir so, nicht so krass lenken. Ja, ja. Blinker wieder aus. Und jetzt gleichzeitig musst du immer wieder auch auf die von rechts aufpassen. Wenn du jetzt merkst, du kannst die nicht überholen, weil die auch zu schnell sind, so wie es aussieht, fährt er ja auch wieder Transporter und so weiter. 160 bist du schon ganz laut aufbauen. Solange du also dieses Ziel hast, hast du gesehen, was der Blaue gemacht hat, ne? Der ist rausgefahren, hat gedacht, okay, ich überhole ihn. Nee, klappt doch nicht, ist wieder zurückgegangen. Da musst du halt abpassen, dass diese zu überholende Strecke nicht zu lang wird. Sonst werden die hinter dir irgendwann ungeduldig und sagen, Elena, ich will 300 fahren, was mit dir? Ja, ja. Mit seiner Serie. Juhu. Ist cool, ne? Ja. Schau mal, das wird hier alles ein bisschen voller und gruseliger. Ja. Und du kommst jetzt hier mit deinen 160 an. Die fahren aber gar keine 160. Also jetzt musst du dich so ein bisschen einfach anpassen. Silber hier noch oder nicht? Okay, schau mal, wie schnell hier jetzt ist. Aber nicht bremsen. Guck mal hinter dir, die ist voll reingezogen. Siehst du das? Ja. Jetzt in Ruhe Blinker, Seitenblick und langsam rüber wechseln. Ruhe und Blinker wieder aus. Genau. Die ist einfach voll knapp hinter dir. Die hat dann sicher einen Abstand von 2 Metern. Ja. Wenn du jetzt bei den 120 auch noch so runtergebremst hättest, hätte die richtig große Augen gemacht. Ja. Sowas zählt halt auch zur Verkehrsbeobachtung dazu. Wenn du es schaffst, dadurch Unfälle zu vermeiden, vermeide die. Dann bremst halt nicht so stark, bremst ein bisschen lockerer, bis das passt. Genau. Tonnen am Start. Blinker wieder aus. Normalerweise könnte man ja sagen, komm, ich gehe wieder rechts rüber. Aber der kommt ja. Genau. Ja. Dann ist es okay, wenn du hier bleibst. Was mit deinen 120? Oh. Geht schnell. Ja. Denkt man so, und dann jetzt kannst du wieder rechts rüber gehen. Genau. Blinker aus, auch bei den 120 bleibt das alles cool. Allerdings darfst du nicht vergessen, dass die LKWs einfach rausziehen. Das musst du halt immer wieder beobachten. Und gleichzeitig links ein bisschen in den Spiegel gucken, dass du siehst, habe ich da genug Platz oder nicht?
Okay, guck mal, die Lücke zwischen den beiden LKWs, die ist groß, ne? Nimm mal Gas weg. Oh, jetzt fällt er auch noch aus, ja, okay. Wir wollen nämlich hier rüber. Blinken mal in Ruhe rechts, genau. So langsam Seitenblinken, dann gehen wir hier rein. Blinker wieder aus. Jetzt passt du dich der Geschwindigkeit so an. Wir wollen nämlich in Recklinghausen Ost und so die Autobahn verlassen. Ein bisschen Gas zurücknehmen noch, weil sonst schiebst du die gleich. Bei 300 Metern kannst du anfangen zu blinken. Rechts. Genau, dann checkt jeder alles klar, du willst jetzt hier gleich raus. Bleib so bei diesem Speed, check das nochmal aus, was er macht. Und jetzt gehst du direkt rechts rüber, direkt rüber hin. Und jetzt bremst du runter wieder auf die ungefähr 50 und den dritten Gang. Polier aber erste Geschwindigkeit. Genau, jetzt nimmst du locker Kupplung, dann langsam lösen, Blinker wieder aus. Und jetzt nicht mehr beeilen, erstmal Lage checken. Wir wollen gleich links abbiegen. Genau. Locker links rüber. So, hier steht schon auf Wiedersehen Autobahn. Und dann langsam. Bist du die? Ja. Korrekt. Direkt erst den Gang. Oh, dann geht's ja schon weiter. Weil du einen Pfeil hast, ne? Zieh halt vom Rot. Genau. Dann rechts weiter. Oh, langsam, langsam, langsam. Ja. Merkst du, wie jetzt man so durch Autobahn so angestachelt ist? Cool bleiben. Nicht Gas geben, erstmal links in Ruhe beobachten. Alles safe. Jetzt wieder ein bisschen Gas. Und auf diesem Weg schon auch den dritten Gang nehmen. Genau. Weil der ist gleich deine Versicherung dafür, dass du da auch vernünftig drauf kommst. Mit dem zweiten Gang, der schafft das nicht. Der hört bei, ich glaube, 80 komplett auf. Da kann der nichts mehr. Das heißt, da ist der aufhört dann. Ja, das heißt, da kommt nichts mehr. Und wenn du Gas gibst, der Motor so, ich kann nicht mehr, wie ein Föhn, weißt du? So, jetzt Gas geben, siehst du den blauen LKW? Ja. Den ziehst du locker ab. Weil das dir Zeit, in Ruhe trotzdem. Seiten nehmen. Guck mal, gar kein Problem. Chaos. Und jetzt wieder in Ruhe, Kupplung drücken, rollen lassen, erstmal ein bisschen. Dann nimmst du den fünften Gang. Korrekt, gut. Dadurch, dass du hier so draufgezogen bist und schnell genug war es, an dem LKW vorbeizuziehen. Oh, das passt nicht. Guck mal, der vor dir. Das bremst. Genau. So ist das dann manchmal, wenn man dieses Überholmanöver in Anführungszeichen verpasst hat. Blink erstmal, dann hat der Audi eine Chance. Erstmal beobachte den Schwarzen dahinter. Einfach locker bleiben. Bis das gleich passt. Das passt nicht immer sofort. Beobachte einfach. Und wenn du dich sicher fühlst, machst es. Wenn du denkst, dann lass. Der ist viel zu schnell. Ja. Der ist genauso schnell wie du. Also kann ich nicht mehr. Beobacht. Gut. Das kostet Überwindung, merkst du das? Ja. Aber du schaffst es nur, das durch Beobachtung sicher zu werden. Ja. Ich hätte dir jetzt auch sagen können, komm, fahr rüber, passt. Ja. Aber du sollst das ja alleine einschätzen können. Solange du das nicht kannst, rate nicht. Okay. Also probier es nicht aus. Ja. Denk so, oh ja, alles klar. Und passt doch nicht, ups. Ich bin im Krankenhaus, das bringt dir nichts. Deswegen warte so lange, bis du das Gefühl hast, okay, jetzt merke ich, der wartet, ich fahre. Ja. Solange du das nicht hast, fahr nicht. Oder halt gar kein Auto mehr kommt und alles frei ist. Weil der Preis, den du dafür zahlst, wenn es schief geht, ist zu hoch. Ja, ja. Ist die eigentlich 120 oder? Gar nichts, hier kannst du drauf. So. Hier kannst du drauf drücken. Ich glaube, gleich kommt nochmal so ein kleines Stück 120. Die 60 gelten übrigens nur für die Kurve. Ja, ich habe es dann gesehen. Was mit Sonne? Voll dein Überholmanöver geplant und jetzt ist hier nur noch 130 ist auch okay. Ja. In der Prüfung, wenn du auch mal auf 135, 140 kommst, sag kein Prüfer was. Okay. Also das ist zwar ein bisschen zu viel, aber es ist nicht so viel zu viel, dass der sagt, durchgefallen. Ja, ja. Sondern du musst dich halt auch auf viele Sachen konzentrieren, da kann das mal passieren. Genauso wie du aus Versehen auch mal auf 120 kommen kannst. Ja. Da ist so ein bisschen Differenz, ist da okay. Voll geiles Wetter. Ne? Hier rechts, das war schwer zu erkennen. Statt ein Schild, ja. Das werden jetzt auch alle machen, aber in Ruhe. Blink erstmal, also fahr weiter. Du darfst hier nicht bremsen, weil guck mal, sonst passiert das. Oh, ein bisschen Service hier. So, jetzt hast du hier 80 und Mitte rechts einholen. Jetzt musst du Gas wegnehmen, weil wir sind noch bei 100. So. Gucken, was der macht. Der nimmt auch Gas weg. Jetzt musst du ein bisschen mehr Gas wegnehmen, weil da vorne ist gleich Ende. Beobachte den, Bremse loslassen, gucken, Seitenblick und langsam rüber wechseln.
Genau. Blinker wieder aus. Und. Weil die hier, was weiß ich, keine Ahnung, Rasen schneiden oder was. Streckenposten. Also die hinter dir haben schon keinen Bock mehr auf 80, die ziehen direkt vorbei. Bleib du auch wieder ein bisschen am Gas. Warum war hier 80? Ja, wegen diesem. Genau, und das Ding ist vorbei. Das heißt, jetzt ist wieder. Genau. Automatisch ist wieder alles offen. Also 130, so wie vorher war. Hinter dem passt ja, ne? Check nochmal deine 130. Ah, schon 131. Aha. Jetzt zum Beispiel fahr rechts rüber, weil das so viel Platz ist, Seitenblick. Und gehst einfach hier rüber. Du kannst ganz normal deine Geschwindigkeit auch weiterfahren. Du brauchst nicht langsamer werden, gar nichts. Ja. Aber es ist halt so viel Platz, dass es keinen Sinn macht, in der Mitte zu fahren. Du musst auch rechts rüber fahren. Ja. Also in der Prüfung fallen Fahrschüler auch durch, wenn die kontinuierlich in der Mitte fahren und hier rechts kein Auto ist. Dann ist das tatsächlich ein Durchfallgrund, weil du das Rechtsfahrgebot missachtet hast und so weiter. Jetzt siehst du den LKW da vorne, ne? Und links den schwarzen. Ja. Ja. Okay, musst dir jetzt was einfallen lassen. Genau. Yep. Weil du dich so rechtzeitig gekümmert hast, ist es überhaupt kein Problem, das ganze Manöver. Alles war easy. Hättest du gewartet, wärst du auf einmal dahinter gewesen und hättest gedacht, oh scheiße, 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 oh nein, da kommt einer. Und dann ist der da und du musst bremsen und du hast no trouble. Das werden die gleich wohl machen. Ein Fehler? Ja. Und meinst du, die bleiben alle auf ihrer Spur? Nein. Okay. Du könntest gucken, was da links los ist. Nein. Und jetzt ist zu viel los, ne? Aber vorausschauend, wenn du siehst, das sind so viele, dann ist klar, dass die alle durcheinander fahren, wenn die rüberfahren. Wenn du dann links aufpasst, kannst du sowas direkt vermeiden, indem du links rüber gehst und sagst, tschüss, macht was ihr wollt. Ja. Darum muss ich erstmal eintreten. Aber keine Apfelschorle, ich muss erstmal eine neue Kiste kaufen. Ja? Apfelschorle ist leer geballert. Hier sind noch 120. Jetzt ist schon wieder aufgehoben. Du kannst hier auch schon wieder. Wie du willst, allerdings musst du halt schauen, dass das passt, ne? Check links rüber. Genau. Du musst aufpassen, wenn die Autobahn so voll ist. Ja. Siehst du, dass der schon gebremst hat? Ja. Der will jetzt hier rüberziehen. Der sieht dich, ja. Natürlich haben viele Fahrschüler, jetzt auch ein Ego-Problem, steht Fahrschüler auf dem Dach und du ballerst mit 160 hier vorbei. Das denkt die auch, kann nicht sein. Aber manche Leute pennen einfach und dann denken die, oh, die Lücke ist groß genug, ziehen einfach rüber. Ja. Da musst du immer berechnen, das ist gefährlich. Er hier zum Beispiel. Ja. Wenn der schon einmal diese Bewegung macht, weißt du, der hat schon einmal gedacht, wenn der klappt. Korrekt. Und danach versuchen wir auch mal rechts rüber zu kommen. Immer Gas zurück. Ja. So, jetzt hier kannst du schon rechts rüber. Blinker. Gut. Schau mal, ob wir ganz rechts rüber kommen sogar noch. Ja, ne? Das müsste eigentlich klappen, oder? Ja. Genau. Sehr gut. Und dann nur ein bisschen Bremse. Das reicht schon, reicht schon. Guck mal, hier rechts geht es jetzt gleich nach Dortmund, Schwerte und Lünen. Ne? Da fahren wir gleich weiter. Bei 300 Metern hast du immer diese Baken. Das ist immer, genau, das ist immer so ein Ungefähr. Also ab hier kannst du jetzt den Blinker anschmeißen. Achte aber auf den LKW, ob der mitzieht oder nicht, dass du immer so ungefähr diese Distanz hast. Nochmal checken einmal. Genau, und dann gehst du rüber. Blinker aus. Und dann fahren wir Richtung Dortmund, rechten. Siehst du? Cool. Hinter dir checken. Gut. Okay, nicht zu sehr beeilen. Siehst du, wo Lünen ist? Ja, ganz gut. Schon mal hochgucken, dass hier kein Auto kommt. Dann Blinker. Achte darauf, wo du wechseln darfst. Gehst du rüber. Und jetzt wieder. Wie schnell, welcher Gang? 50. Jetzt in diesen Kurven immer chillig bleiben, weil wenn du jetzt pusht, kickt er dich raus. Mhm. So, arbeite jetzt gleich, genau, der Blick war schon gut, aber arbeite jetzt mit deinem Außenspiegel. Wir fahren immer noch Richtung Dortmund, Brechen und Lünen. Blinker links, Spiegel beobachten, Seitenblick, du kannst nicht so viel Gas geben. Vor dir sind wir auch noch da. Die ist gut, aber du darfst es nicht vergessen. Ne? Guck, was mit deiner Spur passiert. Du kannst übrigens immer erkennen, dass deine Spur endet, wenn diese Linien so dick sind.
Ja. Das heißt immer, deine Spur ist, geht entweder rechts oder links ab. Wenn das so normale Leitlinien sind wie die, ist alles cool. Aber sind die so dick, weißt du, entweder links oder rechts. Mit dem trotzdem bei 80 ruhig den fünften Gang. Genau. Also wenn du wieder hinter dir guckst, die Leute, die so lange Autobahn gefahren sind, haben keinen Bock auf 80. Nee. Als Fahrschüler kriegt man auch schnell Paranoia, dass man denkt, war jetzt hier doch 100 oder ja, warum fahren die so schnell? Oder, das ist einfach so. Also wenn hier 80 ist und niemand guckt, kann passieren, dass du 90 fährst später. Das kann wirklich passieren. Achte auf die Schilder, nimm mal den dritten Gang. Wir fahren dann jetzt gleich rechts weiter. Schmeiß auch schon Blinker rechts an. Jetzt passiert was ganz Entscheidendes. Du brauchst keine Kupplung, bremst aber ein bisschen. Guck auf gar keinen Fall nach links. Okay. Nur auf deine Straße gucken. Denn du hast hier eine eigene Spur. Das bleibt einfach ganz normal deine Straße. Du siehst hier oben die 50 und kannst jetzt ganz normal weiterfahren. Wenn du nach links geguckt hättest, wärst du vielleicht stehen geblieben. Dann guckt der hinter dir, der will 50 fahren. Check deine 50. Die fühlen sich jetzt übrigens an wie 30. Ja. Langsamer. Genau. Mit dem Gas weg. 50. Da musst du schauen, dass du nicht sofort einen Schulterblick machst und da irgendwie rüber willst. Ja. Sondern guck dir in Ruhe deine Spur an, was da überhaupt los ist. Ein bisschen links rüber. Du musst allerdings aufpassen, ob deine Idee so gut ist, weil... Nein, weiß ich nicht. Genau. Also die Idee, 70 zu fahren, ist schon mal da. Wenn nicht geht, geht nicht, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob dir das auffällt, aber gerade wenn man von der Autobahn kommt, hat man so einen, so einen Speeddruck nach vorne. So, man will die ganze Zeit nichts. So, was ist mit dir? Aber da musst du halt so ein bisschen gegensteuern, ne? Gerade wenn du jetzt auch nicht siehst, was vor ihm ist. Vielleicht stehen die da schon, die Ampel ist rot, keine Ahnung. Lass dir immer genug Distanz, dass du da reagieren kannst. Ich habe mal ein Mädchen gehabt nach der Prüfung. Also in der Prüfung sind wir von der Autobahn runtergekommen, von hier. Ja. Und vor uns ist einer langsam gefahren, vielleicht so 50 oder 60, weil es halt nicht ging, verkehrstechnisch. Ne? Ja. Und dann ist sie so dicht aufgefahren wie du jetzt und hat immer versucht, 70 zu fahren. Ne? Mhm. Ich habe da schon so da gesessen und so gedacht, so, Scheiße. Ist gar nicht mehr so weit weg das Auto. Ne? Also man versucht ja dann immer so ein bisschen mit dem Zaunfall zu winken in der Prüfung. Also man kann ja auch nicht zu viel machen. Nein, der Prüfer hat dann auch schon immer so nach vorne geguckt und gesagt, Robby. Ich sag, ja, aber... Dann sagt er, ja, stimmt, wir sind wirklich ganz schön nah dran. Oh nein. Ja, und dann hat das Mädchen aber es trotzdem nicht gemerkt und hat gesagt, ja, aber hier ist nur 70 und hat dann immer wieder noch weiter versucht zu drängeln. Das hat der Prüfer sich noch 2 Minuten angeguckt und hat er gesagt, komm, lass sein, brems, check. Weil dann wird es irgendwann auch zu gefährlich. Ja. Aber es kann halt passieren, dass man durch diese Autobahn einfach in diesen Geschwindigkeitsrush kommt. Ja. Dann kommt man hier runter und denkt sich so, fahren die nicht. Ich meine, dir passiert das jetzt nicht. Das ist ja auch relativ gut gemacht. Du musst nur schauen, dass du dann nicht anfängst zu drücken, wenn du dann da runterkommst. Ne? Weil zu drängeln. Genau, weil 70 ist, ja. Wenn die nicht 70 fahren, beiß auf die Zunge und bleib cool. Man möchte so mal schaltet und dann möchte man so beschleunigen. Ja, man will wieder Gas geben. Ne? Man denkt so, ja komm schon. Und vor allem, wir fahren jetzt hier 50. 50 war ja sonst immer eigentlich nur eine relativ gute Geschwindigkeit. Ja. Jetzt denkt man so, vorwärts. Ja, 70 könnte ich locker fahren. Locker wieder runter, aber fertig. Yes. Moin. Okay, Gang raus, Handbremse ziehen, genau. Ja. Yes. Wie war's? Ich fand's gut eigentlich. Eigentlich. Ich hab's gut geklappt. Ja, ne? Wir haben überlebt. Ja, das war ja, davon war ich überzeugt. Aber du hast ja auch gemerkt, wie wir am Anfang gesagt haben, du fährst da drauf. Und dann passiert erstmal nicht mehr so viel. Das Schwierigste ist eigentlich einschätzen zu können, wie schnell die Autos von hinten kommen. Ja. Und kann ich jetzt vorbeifahren oder nicht? Ja. Und dafür nimm dir einfach Zeit. Also am Anfang sind wir erstmal nur Richtung Dortmund gefahren, so ein bisschen Kraftfahrstraße, dass du merkst, was der dritte Gang auch kann und so. Aber wenn du dann da die Sicherheit hast und weißt, wenn du willst, kannst du auch Gas geben. Und danach hast du eigentlich deine Ruhe. Du brauchst dann nicht ballern. Der blaue LKW, an dem wir da einmal vorbeigefahren sind. Ja. Das war ein gutes Beispiel dafür, wenn du dich jetzt nicht traust, dann fährst du da drauf, der kommt und du denkst so, oh, soll ich oder soll ich nicht? Und dann kommt er immer näher und du denkst, soll ich oder soll ich nicht? Und dann irgendwann ist er neben dir und du denkst so, boah, ist der groß. Und dann irgendwann ist deine Spur zu Ende und du kommst nicht mehr drauf. Worst case ist, dass da wirklich die Spur endet und du es nicht geschafft hast, drauf zu fahren. Ja. Dann fahr weiter. Also bleib da nicht stehen. Nicht stehen bleiben. Ja, wenn du stehen bleibst, dann musst du ja von null auf 80 beschleunigen. Okay, Weil da kommen ja immer wieder Autos von hinten. Und stell dir mal vor, du bleibst da wirklich stehen und sagst, ja okay, jetzt ist frei.
erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, vierter Gang, fünfter Gang, das schaffst du gar nicht. Bis dahin, da kommt einer von hinten und schießt dich weg. Das heißt dann, also baller natürlich nicht mit 100 dann über den Seitenstreifen, aber fahr einfach locker weiter, das Stückchen, was möglich ist, und dann fährst du drauf. In meiner Prüfung wäre ich tot, wenn ich das machen würde, oder? Wenn es wirklich gar nicht geht, dann haben die Prüfer da auch Verständnis für. Okay. Aber nur, wenn die Situation das erfordert. Ja. Wenn du einfach gepennt hast, dann nicht. Ja. Also wenn, ich sag mal, da ist alles frei und du guckst überhaupt nicht und sagst, ach, ist zu Ende. dann fahre ich jetzt rüber. Dann sagt er, okay, Elena, was war das denn? Aber wenn das wirklich nicht geht, weil da, keine Ahnung, eine Gang LKWs kommt, komplett ohne Abstand, ohne alles, dann kommst du da nicht rein. Ja. Ist mir in 10 Jahren noch nie passiert, aber... Okay. Wird auch nicht passieren, weil du Gas geben kannst und davor reinkommst. Also eigentlich immer wirklich beschleunigen, dass man... Dritte Gang beobachten, in Ruhe beschleunigen und dann Seitenblick und dann rüber. Okay. Cool. Gut. Ja. Dann tauschen wir jetzt die Plätze. Thailand, spring rein. Ja. Ja, Freunde, das war... Helena, Autobahn. Ja, ich weiß, alles wird gut. Die Fahrstunde mit Helena, Autobahn. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, liken und abonnieren. Baby, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns auch schon in der nächsten Folge wieder. Viel Spaß im nächsten Video. Wir sehen uns. Tschüss.